Jetzt kommen wir zum Abschluss und das habe ich Ihnen bereits versprochen. Den Abschluss macht Christian Wasserfall, Nationalrat und Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Ja, ich werde mich in aller Kürze halten, sehr verehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, dear guests from UK. It was a big honor for us to have you here this day, and I think you had a lot of good examples to bring to us to Switzerland. And when I can speak like Rufus Pollack in English, I'm glad. And I'm very pleased to have you here. And the examples were excellent, Rufus Pollack. Thank you very much. And you can be sure Swiss people are quite patient. Wir haben einige interessante Vorträge gehört. Heute Morgen sehr viele. Im Workshop konnten Sie dann selber aktiv werden. Für die Politik ist es interessant gewesen, auch zu hören, was sind die Anliegen an uns? Und ich sehe einige Anliegen an uns. Vor allem ist jetzt immer wieder der Wunsch aufgetaucht, auch dass die Politik sich einig werden muss, was man mit Open Government Data erreichen will, was sollen die Wirkungen sein, was sollen nicht die Wirkungen sein, wo sind die Chancen und Gefahren. Insbesondere die letzten Betrachtungen sehen mich bestärkt, dass man sehr aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in die persönlichen Daten, in die persönlich relevanten Daten einsteigt, sondern eben auf sich auf Daten beschränkt, die von einem durchaus kommerziellen Interesse sind. Wir haben auch diskutiert im Politikworkshop, und das kommt auch hier wieder zur Geltung, dass die Politik auch Rahmenbedingungen setzen soll. Es soll nicht darum gehen, irgendwie alle möglichen Leute zu bevormunden, aber auch nicht irgendwie die Bundesstellen so zu einzuengen, zu korsettieren, dass sie nicht mehr atmen können. Es geht letztlich auch um die Erfüllung eines Grundauftrages. Also wir können der Swiss Topo beispielsweise nicht einfach sagen, jetzt müsst ihr alles gratis geben und sie können dann nicht mehr arbeiten. Das Stichwort ist gefallen, es gibt zum ersten dann leere Kassen und dann leere Datenbanken und das sollten wir nicht anstreben. Man sollte eine volle Kasse oder eine gut gefüllte Kasse und volle Datenbanken zu hoher Qualität erreichen. Angesprochen wurde auch, the democracy in UK and the democracy in Switzerland is not the same. We have to discuss in Switzerland really hard, and I think the citizens in Switzerland in an end stage, they have to vote about it, what is open government data and what is not, what is our interest and what is not. And this is a little bit critical in Switzerland to deal with people, with the citizens about what is open government data or not. Wir müssen erreichen, dass in der Schweiz die Bürgerinnen und Bürger abgeholt werden. Eben, es geht nicht um Fanatismus, sondern um Pragmatismus. Das ist ein wunderschöner Begriff. I think you understand this. Fanatism and pragmatism is the same wording. Das ist genau das Ziel, das wir erreichen müssen. Und diese Ziele, die können wir zusammen erreichen, wenn die Bürger sich abgeholt fühlen. Sie müssen einen effektiven Mehrwert von Open Government Data verspüren und erst dann werden wir in der Lage sein, auch mit unserer nötigen schweizerischen Geduld hier ein Ziel zusammen zu erreichen. Ich möchte den Veranstaltern danken, André Gollier, Hannes Gassert, Herr Kellerhals für die wunderbare Gastfreundschaft, die Bewirtung, Matthias Stürmer, da dürfen wir auch nicht vergessen, allen Referentinnen und Referenten und natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben und ich hoffe, dass Sie einige interessante Dinge hier mitnehmen und ich möchte Sie dann ermuntern, bei einer nächsten Gelegenheit, das ist der letzte Programmpunkt, wieder begrüßen zu dürfen. Ich danke Ihnen.